Hi, ich bin Jenny und diesen Sommer war ich auf einer Alp in der Schweiz. Dort nehme ich euch mit. Ich komme an und es fühlt sich etwas an wie nach Hause kommen. Den Ort kenne ich seit über 10 Jahren, da ich schon öfter hier war. 2 Herden, eine mit Mutterkühen und Kälbern, eine mit Milchkühen, insgesamt knapp 50 Tiere. Was mich zu Beginn fast überfordert, fühlt sich nach einigen Wochen überschaubar und machbar an. Die Namen kenne ich, die Euter kenne ich. Aber oft passiert genau in dem Moment, in dem man sich freut und sich der Aufgabe endlich gewachsen fühlt, etwas Unerwartetes. Der Start meiner Zeit war direkt ganz schön spannend. Am ersten Abend schickte ich die Milch nach dem Melken ins Dorf. Nach kurzer Zeit ein Anruf, die Milch kam nicht an. Sie ist unterwegs ausgelaufen. Die nächsten 2 Tage verbringen die Bauern mit der Suche nach dem Loch in der Leitung und der Reparatur. Shit happens. Und als ob das nicht gereicht hätte. Ein paar Tage später heizt der Boiler nicht mehr, Wasser läuft aus, er lässt sich fast nicht mehr anzünden und die 80 Grad fürs Melkzeug waschen sind wirklich nur noch schwer zu erreichen. Am Ende schoss das heiße Wasser in einer Fontäne aus dem Boiler. Aber auch hier waren die Bauern direkt vor Ort und haben das Problem gelöst. Am Ende atmet man noch mal tief durch, denn morgen ist ein neuer Tag. Die Kühe kriegen heute frische Weide und ich glaube, die meisten haben es verstanden. Wir stehen 2 falsch rum, aber wir gehen hier über den Bach und dann gibt es hier ganz schön viel frische Weide. Und die letzten Tage haben sie schon geplärrt, deshalb glaube ich, die freuen sich. Melken ist, glaube ich, meine Lieblingsaufgabe auf der Alp. Hier oben passiert es ohne Stall und mit Notstromaggregat. Morgens sieht man in der Regel den Sonnenaufgang. Das Zischen der Melkmaschine, Klingeln der Glocken und wenn man mal kurz unaufmerksam ist, ein Kuhschwanz im Gesicht, da ist man direkt wieder wach. Nach dem Melken wird die Milch ins Dorf geschickt, das Melkzeug gewaschen und die Tiere kommen wieder auf die Weide. Danach freut man sich schon wirklich sehr aufs Frühstück oder Abendessen. Aber Melken ist natürlich nicht die einzige Aufgabe auf der Alp. Es müssen viele Kilometer Zaun gebaut werden. Die Mutterkühe sind 1 Stunde Fußweg entfernt und müssen kontrolliert werden. Das Holz für den Boiler muss gehackt werden. Das Wetter ist dabei egal. Manchmal regnet es, manchmal stürmt es, manchmal ist es viel zu heiß. Aber die Arbeit hört davon ja nicht auf. Ein Tag auf der Alp fühlt sich für mich an wie 3, mit vielen Höhen und Tiefen. Genau das ist Alp für mich und es macht süchtig.